Willkommen zum dritten Kapitel, den Brüchen und der Bruchrechnung. Wenn wir etwas strenger wären, so sollten wir mit Annette Imhausen vielleicht eher vom Rechnen mit Reziproken reden, denn an Brüchen kannten die Ägypter in unserem Sinne nur zwei Drittel. Ansonsten wurden nur Stammbrüche verwendet, also solche, die wir heute mit dem Zähler 1 hinschreiben. Ägypter haben aber gar keine Zähler hingeschrieben, sondern wie vorhin schon gesehen, so einen Strich über die Zahlen notiert. Und dann waren das eben die Kehrwerte bzw. Reziproken zu 1. Dann hat man mehrere solche Reziproken hintereinander geschrieben, was als Summe plus 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 gemeint war. Jetzt kommt natürlich wieder die Preisfrage. Geht sich das immer aus? Und wie kommt man zu so einer Darstellung? Für die zweite Frage folgen wir einmal der Argumentation von Herrn Reimer aus dessen schönen Buch Count Like an Egyptian. Ich habe es aber jetzt eingedeutscht. Reimer wählt ja eine Einkleidung, die durchaus typisch wäre für sowas wie den Papyrus-Rind. Es gibt eben die Aufgabe, dass Arbeiter haben eine Arbeit erledigt und unter diesen Arbeitern soll jetzt egalitär ein Lohn aufgeteilt werden und das soll in diesem Fall immer Brot sein. Das erste Mal machen wir es uns ganz einfach. Wir fangen klein an und wir verteilen ein Brot an sieben Personen. Das ist leicht, da kommt ja ein schöner Stammbuch heraus. 1 geteilt durch 7, da hält also jeder ein Siebtel Brot. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das etwas komplizierter machen. Was wäre denn passiert, wenn wir nicht diese spärliche äh, sagen, dass die nur ein Brot kriegen, diese sieben Arbeiter, sondern sagen wir mal, okay, äh, Lohnerhöhung, es gibt jetzt vier Brote für die sieben Arbeiter. Ja, dann sagt der Herr Reimer, das könnten wir doch zum Beispiel so machen. 4 geteilt durch 7. Das geht sich nicht wirklich gut aus, aber was sich gut ausgehen würde, wäre 4 geteilt durch 8. Wenn wir also die Brote alle halbieren und schon mal jedem Arbeiter ein halbes von diesen Broten geben, dann sind wir ja schon mal ein ganz gutes Stück weiter. So, jetzt müssen wir nur noch überlegen, was machen wir denn mit dem letzten halben Brot, was wir jetzt noch nicht verteilt haben. Naja, ist eigentlich relativ naheliegend. Das letzte halbe Brot. Wird also jetzt wieder geteilt durch sieben geteilt. Und weil das ein halbes Brot ist, ist das ein Vierzehntel. Also ergibt vier geteilt durch sieben oder vier Siebtel in ägyptischer Bruchdarstellung ein Halb plus ein Vierzehntel. So, ich rechne das jetzt mal nicht aus. Das verbleibt für Sie zur Übung, dass das tatsächlich stimmt. Das, was dort auf der rechten Seite steht, das nennt man auch eine Stammbruchzerlegung. Und tatsächlich ist das so, dürfen Sie mir jetzt mal glauben, dass Sie für jeden Bruch, egal wie kompliziert der ist, immer so eine Zerlegung in endlich viele Stammbrüche finden können. Aber schauen wir vielleicht noch mal anderes Beispiel an. Sagen wir mal, wir haben drei Brote und die werden an 16 Personen verteilt. Dann ist eine Möglichkeit, das zu erledigen, dass man das wie folgt macht. Wir geben erstmal schon mal jedem ein Sechstel von dem Broten, weil 3 geteilt durch 18, das würde wieder wunderbar funktionieren. Zwei von diesen Sechsteln sind jetzt also noch nicht verteilt worden. Zwei Sechstel oder man könnte auch sagen, ein Drittel Brot ist noch nicht verteilt worden. Das müssen wir jetzt noch jeweils ähm, in 16 Teile teilen. Und wenn man ein Drittel in 16 Teile teilt, dann ist das natürlich. 3 mal 16 ist 48. Also was Sie hier hinten haben, sind dann 48, die Sie auch noch verteilen. Also können Sie sagen, 3 geteilt durch 16, das ergibt ein Sechstel plus ein 48. So, klappt ja alles wunderbar. Jetzt machen wir nochmal eine dritte Aufgabe. Wir verteilen 4 Brote an 5 Arbeiter. Da können wir das zum Beispiel so machen, dass wir die Brote alle halbieren. Kriegt schon mal jeder ein halbes Brot und jetzt bleiben dann drei Brote übrig. Diese drei Brote teilen wir wieder jeweils in die Hälfte und geben jedem unserer fünf Leute noch so ein Viertelbrot. Jetzt bleibt noch ein Brot übrig, so ein Viertelbrot und dieses Viertelbrot, das wird jetzt noch gefünftelt, also kommt noch ein Brot dazu. Also haben wir ein Halb plus ein Viertel. Plus ein Zwanzigstel Brot, die da verteilt werden. Ja, das ist eine Möglichkeit. Man kann das Problem aber auch anders lösen. Und das ist so der kleine Nachteil dieser Stammbruchentwicklung. Die Darstellung ist nicht eindeutig. Wir könnten an dieser Stelle ja zum Beispiel auch hingehen und könnten sagen, okay, wir verteilen das wie folgt. Wir geben zwar auch wieder zunächst mal jedem, dieser fünf Leute, so ein halbes Brot. Aber jetzt stellen wir fest, aha, übrig bleiben jetzt eineinhalb Brote. Und eineinhalb Brote, die teilen wir wie folgt auf. Wir teilen sowohl das halbe Brot in fünf Scheiben, das sind Zehntelscheiben, und wir teilen das ganze Brot in fünf Scheiben, das sind Fünftelscheiben. Also können wir auch sagen, vierte geteilt durch fünf ergibt ein halb Plus ein Fünftel plus ein Zehntel. Hier haben wir also zwei Lösungen. Entweder ein Halb plus ein Viertel plus ein Zwanzigstel oder ein Halb plus ein Fünftel plus ein Zehntel. Läuft letztlich auf dasselbe hinaus. Schauen wir mal, wie dann weiter noch mit diesen Brüchen denn gerechnet werden kann. Die schauen ja für uns jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen unpraktisch aus, diese Ketten von solchen Brüchen. Kann man denn damit gescheit weiterrechnen? Schauen wir uns mal so einige ausgewählte Problemstellungen an. Das erste wäre, wir schreiben mal so eine Zahl hin, das ist jetzt hier ein gemischter Bruch, 12 plus ein Fünftel plus ein Dreißigstel, und wir wollen die Hälfte davon haben. Ja, jetzt ist das eigentlich relativ easy, weil wir können das stückweise machen. Die 12, da nehmen wir die Hälfte, das ist 6. Die 5, da nehmen wir die Hälfte. Das ist ja keine 5, sondern das ist eine 5 im Strich drüber, also ein Fünftel. Die Hälfte von einem Fünftel ist ein Zehntel. Das heißt beim Halbieren, was ja eine typische Rechenweise für die Ägypter war, die haben ja die ganze Multiplikation versucht durch Halbieren, Verdoppeln und Verzehnfachen zu lösen. Also wenn wir jetzt wieder sagen, was ist hier die Hälfte, das lässt sich recht leicht bestimmen, weil bei den Reziproken, also bei diesen Stammbrüchen, müssen wir die ja dann einfach immer verdoppeln, wenn etwas halbiert wird. Und die ganzen Zahlanteile, die werden ganz normal halbiert. So, jetzt klappt das natürlich nicht immer so schön glatt. Wenn Sie jetzt sagen, was ist die Hälfte von 17, 6, 27, also 17 plus ein Sechstel plus ein 27, ja, dann können Sie die 17 nicht direkt halbieren. Die 16 können wir halbieren, ist 8. Und dann einer noch halbiert, ist ein halber. Also steht da 8 plus ein halber. Und jetzt geht es aber wieder weiter. Die Sechstel halbiert sind Zwölftel und die 27 halbiert sind 54. Vielleicht auch noch mal umgekehrt. Was ist das Doppelte von ein Sechstel plus ein Achtel? Das geht auch relativ gut. Das ist ja dann die Hälfte nehmen, also ein Drittel plus ein Viertel, weil es Stammbrüche sind. Wenn Sie das Doppelte von einem Sechstel haben wollen, müssen Sie im Kehrwert dividieren, also geteilt durch zwei rechnen. Das geht auch ganz gut. Ist jetzt natürlich auch wieder so, wenn da jetzt keine gerade Zahl steht, hätte man natürlich einen Übertrag. So, schauen wir mal weiter. Was ist jetzt mit Multiplikationsaufgaben, sowas wie 5 mal 7 und 1 Zwölftel? Das funktioniert ganz genau analog zu dem, wie wir mit den ganzen Zahlen multipliziert haben. Sie schauen natürlich zu, dass Sie möglichst sehen, dass Sie den ersten Faktor, wenn Sie da sowas haben, ganzzahlig mal was mit Bruch, natürlich vorne nach Möglichkeit immer den ganzzahligen Faktor hinschreiben. Und jetzt schauen wir einfach wieder, dass wir so oft vervielfachen, verdoppeln, bis wir bei der 5 anlangen. Also hier einmal verdoppelt, nochmal verdoppelt haben wir 4 und dann erste und vierte Zeile wird verwendet und dann werden die Sachen einfach zusammengerechnet. Also kommt daraus 35 plus ein Drittel plus ein Zwölftel. So, dann rechnen wir aber vielleicht auch ein komplizierteres Beispiel einfach mal an der Tafel vor. So, da fangen wir ja immer an mit 1, 6 und die 14. Hier lasse ich mal so ein bisschen Platz. Ja, für die 3 werde ich es wohl auch noch verdoppeln müssen. Zweimal wird aus der 6 eine 12 und aus der 14 werden Siebtel. So, also das haut dann schon mal hin. Die kann ich beide schon mal anstreichen. Die brauche ich beide. Jetzt äh, für Viertel brauchen wir auch noch, machen wir erstmal Halbe. Für die Halben haben wir halt hier vorne die Hälfte, 3. Und hier hinten haben wir aber die 28. Das reicht aber noch nicht. Wir müssen das nochmal halbieren. Gehen wir auf ein Viertel zurück. Okay, jetzt haben wir die 3, wird zur 1,5. Das wird also 1 und ein halbes. Und die 28 wird nochmal halbiert, geht auf die 56. So, und jetzt reichen wir wieder die Sachen an, die wir brauchen. Vorne haben wir 3 plus, die wir eigentlich nicht hinschreiben, diese 4 gestrichen und jetzt hinten die Zeilen addiert. Addieren wir erstmal die ganzen, das sind 1 plus 12 ist 13 plus 6 ist 19. Das nächste sind die halben, die haben wir nur einmal. Kommen dahin und die 56. Na, das nächstgrößere wären die Siebtel. Die Siebtel haben wir auch nur einmal, die können wir auch dahin schreiben. Die Vierzehntel haben wir auch nur einmal, können wir auch direkt dahin schreiben. Und die 56. haben wir auch nur einmal, die können wir auch dahin schreiben. So, jetzt wissen wir also, 3 1 Viertel mal 6 plus 1 Vierzehntel ist 19 1 Halb plus 1 Siebtel plus 1 Vierzehntel plus 1 Probe Proberechne ich jetzt ausnahmsweise mal nicht. Das können Sie ja mal daheim mit dem Taschenrechner durchprobieren. Allerdings stoßen wir an gewissen Stellen dann an Probleme. Was ist zum Beispiel das Doppelte von einem Fünftel? Naja, würde man sagen ein 2,5. Das können wir aber nicht machen. Hier hilft dann nichts. Wir müssen uns also überlegen, was ist 2 geteilt durch 5? Und da hätten wir wieder unseren Brotschneider-Algorithmus. Also schauen wir uns mal an, was kommt heraus, wenn man 2 geteilt durch 5 rechnet. Gut, ich habe hier schon mal die zwei Brote hingeschrieben, 2 geteilt durch 5. Die grundlegende Strategie ist zu sagen, wenn hier was Ungrades steht, wir schauen uns die nächste gerade Zahl an, weil 2 geteilt durch gerade Zahl, dann können wir einfach sagen, wenn wir jetzt sagen 6 zum Beispiel, aha, ich brauche 6 Stücke. Und ich habe zwei Brote, da muss ich also jedes Brot dritteln. Wichtig ist eben, dass das, wodurch ich teile, sollte ein Vielfaches von zwei sein. Dann geht sich das bei zwei geteilt durch immer glatt aus. Wenn jetzt hier vorne drei geteilt durch steht, müsste ich das nächstgrößere nehmen, wo das durch drei funktioniert. So, jetzt habe ich das gemacht und jetzt verteile ich von diesen Drittelbroten: eins, zwei, drei, vier, fünf schon mal. Also habe ich hier schon mal ein Drittel. Jetzt den Rest, das ist jetzt nur ein Stück, das kann ich einfach durch 5, weil das kann ich ja dann direkt als Reziprokes schreiben. Also da nehme ich jetzt hier y nenne ich die mal, nehme ich die 5er Stückchen. Jetzt ist das aber ein Fünftel von einem Drittel, also ein Fünfzehntel. Und zur Kontrolle rechne ich auch nochmal die Probe. Ein Drittel plus ein Fünfzehntel müssen wir ja kreuzweise erweitern. Hier vorne das mit 5 erweitern, dann haben wir 15. 5 plus 1 15 sind 6 15. So, jetzt können wir da noch eine 3 rauskürzen, dann steht da 2 5 und damit sind wir dann fertig. Weil diese Divisionen von geraden Zahlen durch ungerade Zahlen etwas lästig sind, hat man dann auf dem Papyrus Rind und auch an anderer Stelle, nämlich auf diesem Lahun-Fragment, gefunden die berühmte 2 geteilt durch n-Tabelle. Die 2 geteilt durch n-Tabelle listet auf 2 geteilt durch und dann ungerade n, also 2 geteilt durch 3, 2 geteilt durch 5, 2 geteilt durch 7, 2 geteilt durch 9 und dafür sind dann die ganzen Ergebnisse notiert, damit man eben diese Divisionen direkt zur Hand hat. Ich habe vor einem Jahr und vor zwei Jahren auch diese Tafel erklärt, wie das da genau drauf geschrieben ist. Das ist nämlich so ein bisschen kompliziert. Also ich zoome die jetzt erstmal ein Stück ran. Da sehen Sie das größer. Was ich hier noch sagen sollte, hätte ich eigentlich vorher schon sagen sollen. Wenn Sie das da so sehen, das sieht ja gespiegelt aus. Das ist auch kein Wunder, weil das Hieratische, wie das links geschrieben ist, das schreibt man tatsächlich von rechts nach links. Also wenn Sie da jetzt gucken, dann steht da als erstes 2 und 3 und dann steht da das Zeichen eben für 2 Drittel. Das ist dieser besondere Fall. Also 2 Drittel, der einzige Nicht-Stammbruch oder das nicht-einfache Reziproke, das verwendet worden ist. Und dann wieder die 2. Und dann geht das in der Zeile da weiter. Ja, aber jetzt ist noch nicht so ganz klar, wo da rechts eigentlich die Ergebnisse von 2 geteilt durch n stehen. Wenn das stimmen müsste, müsste ja in der ersten Zeile stehen rechts das Ergebnis von 2 geteilt durch 3 dann das Ergebnis von 2 geteilt durch 5 das ist aber etwas merkwürdig aufgeschrieben als eine Zerlegung und das will ich Ihnen vielleicht noch mal an der Tafel erklären Da nehme ich aber das Video vom letzten Jahr also dann das hier soll eine 2 geteilt durch n Tafel sein wir wissen also bereits was grundsätzlich an Rechnungen auftaucht hier hinten muss irgendwas gerechnet werden was uns 2 geteilt durch 3 ist gleich ergibt. Hier muss irgendwas gerechnet werden, was uns 2 geteilt durch 5 gleich ergibt. Und hier dann irgendwas 2 geteilt durch 7. Ich benutze jetzt mal drei verschiedene Farben, um klarzumachen, wie hier die Ergebnisse bzw. die Ergebnisse mit der Begründung durch eine Rechnung jeweils angeschrieben sind. Ich fange dazu absichtlich bei der 5 an. Und nicht hier oben bei der geteilt durch 3, weil man das hier nicht so gut sieht, weil das Beispiel eigentlich zu einfach ist. Ähm, was man erkennen muss oder erahnen muss, ist, dass hier zwei Gruppen von Zahlen stehen. Die erste endet hier. 3, hier steht ein Drittel, 1, 2 Drittel. Und dann kommt irgendwas, ein Fünfzehntel und ein Drittel. Und so ähnlich ist das hier unten auch. Hier steht 4, 1, plus ein Halb, plus ein Viertel. Und dann kommt ein, ein 28. Und das ist aber schon wieder ein zweiter Teil. So, jetzt schreibe ich mal auf, was hier eigentlich steht. Hier wird eigentlich 2 geteilt durch 5 immer dadurch gerechnet, dass hier Vielfache der 5 angegeben sind. Wir versuchen so Vielfache von 5 zu bestimmen, dass als Ergebnis 2 herauskommt. Ich schreibe jetzt mal die Vorfaktoren immer mit Blau. Der Vorfaktor, der hier steht, ist. Ein Drittel. Hier steht also eigentlich ein Drittel, jetzt in Schwarz mal 5, das steht nicht da, die 5, das müssen wir uns dazu denken. Und jetzt steht hier ein Ergebnis, ist gleich 1, zwei Drittel. Ist gleich ein, zwei Drittel. Und jetzt mache ich hinten wieder dasselbe. Der hintere Teil bedeutet Vorfaktor. Den Vorfaktor wollte ich blau schreiben. 1 Fünfzehntel, wieder die gedachte mal 5 und wieder die hingeschriebene ist gleich 1 Drittel. Jetzt analysieren wir das Ganze mal scharf und stellen fest, 1, 2 Drittel plus 1 Drittel ergibt genau 2. Schreibe ich hier mal hin. 1, 2 Drittel plus 1 Drittel ist gleich 2. Andererseits, wenn ich die beiden rechten Seiten addiere, darf ich wohl auch die beiden linken Seiten addieren und das ergibt dasselbe. Ich schreibe das jetzt aber mal so hin, dass das da schon als Vielfaches von 5 steht. Also ich schreibe zunächst die Summe der beiden Vorfaktoren, ein Drittel plus ein Fünfzehntel. Und jetzt schreibe ich wieder mal 5 dahinter. Mal 5. Gut. Jetzt steht ja also, 2 ist gleich 1 Drittel plus 1 Fünfzehntel mal 5. Fünf. So, jetzt machen wir mal was ganz unägyptisches. Den vorderen Teil hier können wir im Prinzip eigentlich jetzt schon wieder vergessen. Sie teilen jetzt mal die gesamte Gleichung durch 5. Dann steht dort, 2 Fünftel ist gleich 1 Drittel plus 1 Fünfzehntel. Und wenn Sie jetzt überlegen, zwei Fünftel ist ja genau das Ergebnis von zwei geteilt durch fünf. Allerdings in Griechenland, ach, Entschuldigung, allerdings in Ägypten nur zulässig Stammbrüche und hier hinten, das wäre ja aus Sicht der Ägypter schon das Ergebnis. Hier ist also ausgerechnet worden insgesamt, dass zwei geteilt durch fünf ein Drittel plus ein Fünfzehntel ergibt. Test, funktioniert das auch in den anderen Zeilen? Schauen wir mal. Also ich schreibe wieder die Vorfaktoren blau, die gedachte 5 schwarz und das, was hinten rauskommt, immer rot. Also fangen wir an. Hier steht also ein Viertel mal die gedachte 7, weil es geht um 2 geteilt durch 7, ist gleich, ja, was eigentlich, ist gleich 1 plus 1,5 plus 1 Viertel. Können Sie eben überprüfen, 4 Vier Viertel ne, und so weiter und dann werden Sie sehen, dass das, genau hinkommt. Zweiter Teil der Rechnung, der dort angeschrieben ist, ein 28 mal 7 ist gleich, ja was wohl, ein Viertel und da sieht man sofort mit einem Blick, dass das stimmt. Wieder ein 1 plus ein Halb plus ein Viertel plus, plus noch ein Viertel, 1 plus ein Halb Plus ein Viertel plus noch ein Viertel ergibt 2. Vorderen Teil können Sie jetzt schon wieder sagen, können wir eigentlich vergessen. Die 2 ist nur wichtig. Jetzt schreiben wir wieder die linken Seiten so hin, dass wir die Vorfaktoren mal die 7 schreiben. Also ist gleich ein Viertel plus ein 28. mal 7. Und jetzt wieder ganz unägyptisch, geteilt durch 7, die ganze Gleichung, die da vorher stand, bleibt also stehen. 2 siebtel ist gleich 1 viertel plus 1 achtundzwanzigstel. Und das wäre hier auch wieder dann die ägyptische Lösung: 4 reziprok, 28 reziprok, ergibt genau. 2 Siebtel, kann man sich durch auf den Hauptnenner bringen, überlegen, dass das stimmt. So, jetzt noch Konsistenzcheck. Hier oben ist das so ein bisschen sehr merkwürdig. Hier steht also 2 Drittel als Vorfaktor wieder. 2 Drittel geteilt durch 3 ist die Aufgabe. Mal 3 ist gleich 2. Boah, da müssen wir gar nichts mehr addieren. Jetzt schreiben wir das wieder andersrum hin. 2 ist also gleich. Es ist jetzt in diesem Fall ein bisschen lächerlich, das überhaupt anders hinzuschreiben. Zwei Drittel mal 3 Und jetzt kann ich wieder die ganze Gleichung teilen durch 3, wenn ich das unägyptisch mache. Und dann bleibt hier wieder stehen, 2 durch 3 ist gleich zwei Drittel. Und das ist eben dieser Sonderfall. Für zwei Drittel ist der einzige Nicht-Stammbruch, für den es in Ägypten auch ein Zahlzeichen gab. Ja, damit sind wir ans Ende gekommen von der Arithmetik beziehungsweise auch der Bruchrechnung. Vielleicht noch mal, um zu rekapitulieren: Wir haben ein dezimales Zahlzeichensystem bei den Ägyptern. Die schreiben allerdings von rechts nach links, also größter Stellenwert steht rechts, kleinster Stellenwert steht links. Genau umgekehrt wie bei uns. Ah, zweiter Unterschied, es ist kein Positionssystem, also wir können für den Zehner nicht einfach wieder dieselben Ziffern benutzen, sondern führen tatsächlich für jeden Stellenwert neue Zeichen ein, die dann wiederholt hingeschrieben werden. Also zum Beispiel diese Bögen für den Zehner, wenn Sie 90 haben wollen, neunmal einen Bogen. Die dominanten Operationen sind das Verdoppeln und das Halbieren, sowohl beim Multiplizieren als auch beim Dividieren und bei der Bruchrechnung. Und hin und wieder kommt noch das Verzehnfachen vor, das normale Multiplizieren, wie wir das kennen, mit, mit Fünfern, mit Dreiern, mit, mit allen möglichen Zahlen. Das hat man nicht gemacht, sondern alles durch Verdoppeln, Verzehnfachen, Halbieren ersetzt. Brüche gibt es im engeren Sinne eigentlich nicht. Es gibt zwei Drittel und es gibt dann zwar sämtliche Brüche, aber die werden geschrieben als Summe von Stammbrüchen, beziehungsweise wenn man genauer ist als Summe von Reziproken, weil Zähler hat man gar nicht notiert. Lange Zeit hat man geglaubt, dass diese Art der Arithmetik die ägyptische Mathematik unter Umständen behindert hat. Das ist erst in den 1990er Jahren problematisiert worden und es ist eingestanden worden, dass die ägyptische Arithmetik vielleicht auch ihre Stärken hat. Zitieren wir zu dieser Frage noch einmal Annette Imhausen. Kann diese Art des Umgangs mit Brüchen dafür verantwortlich gemacht werden, die ägyptische Mathematik an der Weiterentwicklung gehindert zu haben? Welche Belege gibt es für die Beantwortung dieser Frage? Die mathematischen Texte selbst geben zwei Anhaltspunkte. Erstens gibt es die Texte in zwei Varianten. Mathematische Probleme und ihre Lösungen, wie die hier gegebenen Beispiele aus dem Rindpapyrus, und mathematische Tabellen. Solche Tabellen dienen auch der Bruchrechnung. Jim Ritter hat argumentiert, dass Tabellen erstellt wurden, um technische Schwierigkeiten bei der Berechnung zu überwinden. Dem Belegen zufolge war die Bruchrechnung in der Tat ein heikles Gebiet der ägyptischen Mathematik. Mit Hilfe von Tabellen, wie der von uns ja auch behandelten 2 durch n-Tabelle, konnten diese technischen Schwierigkeiten jedoch bis zu einem gewissen Grad überwunden werden. Ein Blick auf die Probleme des Papyrus-Rind, bei denen es um Brüche geht, offenbart für einen sachkundigen Schreiber keine offensichtlichen Fallstricke. Zweitens könnte ein weiteres Argument für die ägyptischen Brüche sein, dass sie das einzige charakteristische Element der ägyptischen Mathematik sind, das sich über das pharaonische Ägypten hinaus verbreitet und überlebt hat. Ein Grund für ihre anhaltende Beliebtheit könnte ihre offensichtliche, Praktische Anwendbarkeit bei der Beurteilung der Größe eines Bruches gewesen sein. 5 Neunzehntel als ein Sechstel, ein Zwölftel, ein Hundertvierzehntel, ein auszudrücken, mag uns vielleicht umständlich erscheinen. Diese Darstellung hat jedoch mindestens einen Vorteil gegenüber 5 Neunzehntel. Die Größenordnung der Brüche ist sofort ersichtlich. Die moderne Dezimaldarstellung von Brüchen funktioniert weitgehend auf die gleiche Art und Weise. Damit sind wir am Ende des dritten Kapitels angelangt. Sie dürfen wieder Schnitzel jagen und wir sehen uns dann wieder bei der Geometrie.